Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Schalt das mal weg so. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder in Deshan. Und wir machen uns auf den Weg nach Steinfell. Ne, Schattenfenn. Steinfell, würde ich schon sagen. Das wäre ein Rückschritt. Nein, wir machen Fortschritt. Wir haben ja nichts mehr hier prinzipiell. Wenn wir uns hier umschauen. Das ist leider ein bisschen verbuggt. Es gibt nur noch eine Quest hier. Und die heißt Schattenfenn. Leider hat uns im Zuge von Update 6, das ist ja mittlerweile raus, wer das Let's Play nach in Reihe verfolgt, der wird das schon wissen, weil das habe ich schon längst angekündigt. Und ja, deswegen gehe ich da auch nicht mehr drauf ein. Da müsst ihr die Folgen vorher gucken. Es gibt jedenfalls viele Neuerungen. Und im Zuge dieses Updates sind meine Attributswerte vernichtet worden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich hätte mir Fotos machen sollen. Übrigens, nicht nur die Attribute, sondern auch meine Effektleisten sind weg. Das heißt, ich werde mir erstmal wieder Effektleisten zusammenschustern. So, und diesmal mache ich das auch auf jeden Fall richtig. Die Nova definitiv. Als Ulti. Eine bessere Ulti als Nova gibt es nicht. Die Sonne. Hier kommt die Sonne. Die Sonneneruption. Gibt's die. Ist das eigentlich richtig, was ich mache dann? Auf jeden Fall die Heilung. Und zwar nur für mich. So, ich hatte ich hatte auf jeden Fall zwei Hände. Und Heilung, ne? Oh, so ein Heilungsstab, ne? Ja. Schön auf den Hund geballert. Das wird ein bisschen dauern hier. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, Heilung und top. So, zwei Hände, da hatte ich doch auch irgendwie so ein paar geile Dinge, ne? Genau, den Aufwärtsschnitt, den hätte ich gerne wieder. Euer nächster Angriff gegen eure Ziel verursacht zusätzlichen Schaden. Verringert den von Feind verursachten Schaden. Gewinne 5 Sekunden lang Bemächtigung, was den Schaden aus dem nächsten Angriff um 20% erhöht, oder 5 Sekunden lang, okay, und 3,5 Sekunden lang betäubt und erleichtert Verkrüppelung. Dann nehme ich lieber den vernichteten Schlag. Der habe ich, glaube ich, vorher auch gehabt. Oder auch nicht. Den Umkehrschnitt, da werde ich dann weiter eingehen. Verursacht einen weiteren Schaden an nahen Feinden oder wenn ausgerüstet, verursacht Waffenfähigkeiten mehr Schaden anziehen mit wenig Leben. Dann nehme ich weiteren Schaden an nahen Feinden. Das ist nämlich im Allgemeinen sehr gut. So. Dann passe ich auf die passiven Fertigkeiten mal auf. Das ist sehr schön. Bienenhänder verursacht 3% zusätzlichen Schaden. Und jetzt 5. So, verringert Kosten von 2 Fähigkeiten. Jo, klar. Nächster Angriff macht dann voller Stärke, verursacht zusätzlich 5 Schaden. Oh. Den Heilungsstab, dann nehme ich nochmal ein bisschen. Ja, dann nehme ich nichts mit. Rüstung, da habe ich leichte. Wir machen uns auf jeden Fall sehr stark dadurch. Robustheit, Lebensregeneration erhöht. Frostresistenz mache ich mal auf 1. Schmiedekunst. Auf jeden Fall Schneiderei mal ein bisschen höher.
Und zwar bis Baumwolle. Baumwolle wird das nächste sein. Das auf jeden Fall und das bitte. Und Sorgfalt. So, Schreinerei, die aber auch gerne. Mann, ja, zur Not müssen wir uns in Kramfesseln nochmal umskillen. Das nützt nichts. Ich fürchte, ich habe mich jetzt gerade verskillt, naja. Ist aber auch nicht so schlimm. Diese Sonneneruption hätte ich gerne. So, nach von ein wenig Heilung. Lieber das hier. So. Prisma. Erhöht die Wirkdauer. Immerhin. Den Speer brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Nee. Prisma. So, ich habe Ehrung der Toten. Die Wirkdauer. Verbindet wenig Leben, bekommen Kraft. Schwierig. Wir erstellen das Licht um bis zu 5. Ja, es ist halt schwierig herauszufinden, was man nehmen soll. Das noch. Ich glaube, der Rest nehme ich tatsächlich auf Schmiedekunst und Co. Das und oh, ja, der Kanisse. Dann sind wir soweit fertig. So, nochmal die richtigen Effekte nehmen hier. Erstmal die Klassen. Da kommt das auf die 2. Jo. Und ich habe den. Was habe ich? Den Bienenhändler, ne? Ja. Da gibt's den. Und den. So. Ich hab's irgendwie mit dem Hals. So, der Heilungsstab. Gleiche Gruppe. Zack, zack, zack. So, Heilungsstab, der bekommt dann erhabene Heilung und Regeneration. Gut. Dann würde ich sagen, können wir los. So, wo ist denn der Wegschrein? Wie sieht es überhaupt inventartechnisch aus? Ja, es geht, ne? Könnten das schaffen. Ich gehe dann mal zum Wegschrein. Ah, Moment. Mein Rechner ist gerade verrückt geworden und hat doch tatsächlich einen weißen Bildschirm im Hintergrund gescheckt. Ja, schon besser. Oh, Moment. Attributspunkte habe ich vergessen. Ja, ist die Frage, was kostet was? Ich müsste mal eben eine Handvoll Gegner sehen. Also, ne, wir müssen sowieso zu Fuß hier raus, okay. Dann könnt ihr es aber auch so machen. Ich eigentlich richtig? Nö. Natürlich gehe ich nicht richtig. Ich darf nicht richtig gehen.
So, eigentlich wollte ich das hier tatsächlich streamen, aber daraus ist nichts geworden. XSplit hat gesagt, nö, wenn in Fraps läuft, habe ich keine Lust. Ich brauche mal irgendwie so Müllgegner, einfach nur Gegner, die man wegdreschen kann. Weil ich gucken will, was was verbraucht. Ich habe ja hier den vernichtenden Schlag. Achso, das kostet Ausdauer. Die beiden kosten also Ausdauer. Ups. Und die Magicka. Und die wahrscheinlich auch alle Magicka, ne? Magicka, Magicka. Ja, hauptsächlich Magicka. Das heißt, ich mache einen ganz klassischen Bild. Erstmal ein bisschen Leben. 1, 2, 3. So. Bleibt bei 3 sowieso. Zack, zack. So, zack, zack. Den Bild will ich machen. Das dürfte noch besser sein. Besser funktionieren auf jeden Fall. Gut, wir machen uns auf den Weg nach Schattenfen. Im Moment in Deschan. Da gehen wir mal einfach mal da hinten entlang. Und werden uns schon auf dem Weg befinden. Hallo und Gäste, ne? Ich habe übrigens den Ersatzcharakter für unser Let's Play-Charakter erstellt, damit ich wieder einen Ausgleich habe, damit ich wieder jemanden habe hier. Und das ist... Nee, stimmt gar nicht. Nee, ich habe einen anderen Charakter gelöscht und den ersetzt. Entschuldigung. Und zwar in Glen Umbra. Und da habe ich jetzt auch einen Templer gestellt. Und Alter, den Namen herauszufinden, das ist übel. Übelst schwer. Denn ich habe garantiert eine Stunde oder so an einen Namen gesucht. Frage. Kannst du Runen gebrauchen? Und hier, ich habe eine leichte Rüssi. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ja. Gewährt 374 maximales Leben. Die ist geil. Die ist super. Die muss ich nur leicht in die Bank verschieben. Aber okay. Muss ich mal direkt antworten. Moment. Hallo, ich will nicht an Frodo schreiben. So. Danke. Hi. Kann ich gut gebrauchen für diesen LP-Char in Deschan. Wird nur etwas dauern. Bis ich das benutzen kann. Dum, dum. So. Bing. So, ich hoffe, das ist angekommen. Ey, cool, haben wir schon direkt die nächste Rüstung. Vielen Dank an dieser Stelle. Freut mich. So, wir sind nicht weit entfernt von Deschan. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme los ist. Die bricht jetzt gleich ein. Mein Arbeitskollege hatte auch Probleme mit dem Reden. Der war deswegen mehrere Wochen krank. 2, um genau zu sein. Dem hat's total die Stimme zerhackt. Ich hoffe, das wird bei mir nicht passieren. Das wäre eine Katastrophe. Gut, ich produziere jetzt eine ganze Menge ESO vor. Also ist kein Problem. Alles gefixt. Das wird schon funktionieren. Aber ist dann halt blöd, wenn ich dann keinen Stream und so mehr machen kann, ne? Das wäre ein bisschen schade. Entschuldigung, wenn das kam ein bisschen tief. So. Gut, wie sieht's inventartechnisch aus? Jetzt wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Oh. 82? Okay.
So, wir stehen zum Tor von Deshan. Ich bin gespannt, ich war noch niemals in Deshan. Ich war noch niemals dort drüben. Dort gehen wir jetzt mal einfach hin. Schattenfen, Entschuldigung. In der Grenze zum Morrowind liegt die Region Schattenfen, die mehr Kontakt mit der tamrielischen Zivilisation hatte als der Rest von Schwarzmarsch. Und das liegt hauptsächlich an den dummerischen Sklavenwegen, die einst von der Stadt Sturmfeste aus Unwesen trieben. Jetzt gehört die Gegend wieder den Argonien. Das heißt, wir betreten Sumpfland. Sprecht mit Vizekanonoke Ronda in Sturmfeste. Und das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Endscreen. Go!